Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Das ist die nächste Episode meiner VR und AR Weekly News, diesmal mit Woche 45 2021. Wird immer kälter, immer kälter. Und ich freue mich, euch wieder die News zu präsentieren. Gibt wieder alles zum Thema Hardware, Software, Releases und Sales. Und wie immer natürlich auch Dank an meine Sponsoren, Woodlus VR, Opperman Events, Peter Wasmer, Virtual Escape und Slim Beats. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de. Ja, noch gar nicht lang ist es her, dass Facebook sich in Meta umbenannt hat. Und man hat ja auch dann gemunkelt, ja, die Oculus Quest 2 wird umbenannt und die machen keine halben Sachen anscheinend. Das Ding heißt jetzt schon Meta Quest 2. Ihr seht das hier. Das ist der offizielle Blog von Oculus. Und die nennen das Ding jetzt hier Meta Quest 2. Völlig verrückt, weil gleichzeitig, wenn man hier im Hintergrund guckt, ist noch dieses Oculus-Logo hier, ne, mit diesem Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Ist alles ein bisschen verrückt. Und ja, von manchen... Viele sind halt total verwirrt, auch von den Entwicklern, auch selbst innerhalb der Firma, die wurden davon ziemlich überrascht und alles. Und ich bin ja da durchaus im Kontakt mit einigen bei Oculus, Facebook, Meta oder wie man es auch immer nennen will. Und ja, da ist ein bisschen Chaos im Moment noch. Da hat der Marki, der hat wohl ein bisschen, bisschen Gas gegeben und hat nicht alle informiert, aber na gut. Soll es ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Ding heißt jetzt Meta Quest 2. Ich finde den Namen ein bisschen merkwürdig. Also ich fand den Namen Oculus immer super und keine Ahnung, ich kann mich irgendwie nicht so dran gewöhnen. Ich glaube, ich nenne das Ding einfach stumpf Quest 2 und dann ist gut, ja. habe ich auch vorher eigentlich immer schon. Wer sagt schon Oculus Quest 2? Das ist die Quest 2 und fertig. Naja, auf jeden Fall, so sieht's aus. Umbenennung ist schon erfolgt. Ja, und hier sieht man auch mal, was die Community in VR so bewirken kann. Und zwar haben die Entwickler von Deep Rock Galactic, das ist ja durchaus ein sehr beliebtes Spiel, wo wir mit vier Leuten quasi kooperativ gegen Alien, fiese Alien-Monster antreten und dann auch noch Erze abbauen, die wir dann verkaufen müssen. Das ist ein sehr beliebtes Spiel, ich habe es auch schon gezockt auf dem PC. Und durch einen Reddit-Eintrag von der VR-Community sind die Entwickler aufmerksam geworden darauf und haben jetzt die wichtigen VR-Plugins im Spiel aktiviert. Letztendlich ist das für die Entwickler kaum Arbeit, also die müssen das gerade einmal in Unity oder Unreal Engine 4 müssen die das einmal kurz aktivieren und dann kann man damit arbeiten, ja. Vorsicht, das heißt jetzt nicht, ihr könnt das Spiel jetzt schon in VR zocken. Das heißt einfach nur, dass es jetzt möglich ist für Modder, eine VR-Mod zu erstellen, weil diese VR-Plugins eben jetzt aktiviert worden sind. Das Ganze ist auch schon mit MechWarrior 5 passiert. Da gab es auch von der Community die Aufforderung an die Entwickler, das zu aktivieren. Und deswegen kann man da jetzt auch eine VR-Mod erstellen. Deswegen auch mein Aufruf an alle Entwickler von Spielen, tut's einfach rein. Ja? Das schadet überhaupt gar nicht dem Spiel, auch nicht den anderen Leuten, die sich einen Scheißdreck für VR interessieren. Einfach reinmachen. Niemand hat da irgendwelche Nachteile von. Und dann sehen wir ja, was die Modding-Community leisten kann. Das wäre wirklich ein wichtiges Anliegen von mir, dass das gemacht wird. Wahrscheinlich jetzt die ganz falsche Zielgruppe, die ich jetzt anspreche, weil alle, die hier zuschauen, interessieren sich sowieso für VR und falls Entwickler zuschauen, haben die das wahrscheinlich sowieso schon drin. Aber naja gut, vielleicht hört es ja doch der ein oder andere mal. Auf der Facebook Connect wurden einige interessante Sachen angekündigt und darunter auch eine neue Technologie, die quasi die Rendering-Zeit von der Oculus Quest 2 um 70% einspart. Also quasi die Berechnungszeit von den Spielen, von der Grafik. Und das passiert mit dem sogenannten Application Space Warp. Das kannte man
Vom PC auch schon, also wenn ihr mit der Rift S oder Rift gezockt habt und so, da gibt es ja auch etwas, das nennt sich Asynchronous Space Warp. Und das bewirkt ganz, ganz grob gesagt einfach, dass wir, wenn wir zu wenig Frames pro Sekunde haben, also ich sag mal, das Ziel wären 90 Bilder pro Sekunde und dieses Asynchronous Space Warp halbiert das. Und rendert nur noch 45 Bilder pro Sekunde und faked jedes zweite Bild quasi. Also jedes zweite Bild ist einfach ein vorausberechnetes, gefaktes Bild, was gar nicht in Wirklichkeit berechnet wird. Und das fällt dem menschlichen Auge so gut wie gar nicht auf. Und das Gleiche haben die jetzt in angeblich noch besserer Form gemacht für die Oculus Quest 2. Das ist ja eine Standalone-Brille und da nennt sich das eben jetzt Application Space Warp. Und das spart 70% der Zeit, ja, die quasi die Bilder berechnet werden müssen. Und das heißt, diese 70%, die eingespart werden können, können die Entwickler natürlich für bessere Grafik, für bessere Physik, mehr Objekte, größere Sichtweite und weiß der Geier alles verwenden. Und das ist natürlich eine feine Sache, ja. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht sehen wir ja doch noch irgendwann in Zukunft irgendwas anderes außer Casual Games mit fieser Grafik auf der Quest 2. Ich bin mal gespannt. Mich würde es freuen, ja, weil ich bin natürlich auch kein Fan von dieser hässlichen Grafik und Casual Games. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall eine tolle Technologie-Application Space Warp. Ja, kurze News für zwischendurch. Das bekannte Medal of Honor Above and Beyond, was es ja schon für den PC gab, kommt jetzt am 15. November 2021 für die Quest 2. Und das Coole ist, wenn ihr das Spiel schon auf Oculus PC habt, dann kriegt ihr das umsonst. Ja, das hat nämlich Cross-Buy. Das heißt, wenn ihr die PC-Version habt, kriegt ihr die Quest 2-Version und umgekehrt auch. Ja, wenn ihr die Quest 2-Version kauft, habt ihr dann auch die PC-Version. Das Spiel wird mit einem reduzierten Preis von 40 Dollar starten. Reduzieren? Naja, die PC-VR-Version kostet ja 60 Dollar. Ist schon krass. Mein Review habt ihr vielleicht auf meinem Kanal gesehen, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich war nicht so unfassbar begeistert, habe es aber auch nicht durchgezockt, muss ich auch fairerweise dazu sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ist auf der Quest 2. Ja, im Moment scheint ja irgendwie ziemlich viel Richtung Augmented Reality zu gehen. Da sind ja einige Sachen jetzt in Entwicklung. Apple macht ja angeblich eine AR-Brille. Die Firma Meta macht das ja auch mit Project Nazare. Das haben wir ja auf der Facebook Connect gesehen. Und auch Qualcomm geht in diese Richtung und stellt jetzt mit dem sogenannten Snapdragon Spaces XR Developer Platform ja, ein Software Suite zusammen, mit der die Entwickler dann in Richtung Augmented Reality gehen können und das dann in die Hardware implementieren können. Und die arbeiten auch schon mit vielen wichtigen Studios zusammen. Resolution Games ist dabei. Das sind ja die mag ich ja sehr, sehr gerne. Und ich bin wirklich mal gespannt. Resolution Games will übrigens auch in Zukunft einige Augmented Reality Spiele entwickeln. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Letztendlich, also ich bin ja der Meinung, dass man, wenn man wirklich ernsthaft zocken will, ja, also so, ich sag jetzt, ernsthaft zocken meine ich Half-Life Alyx, ja, sowas in der Art, ja, dann, das geht in Augmented Reality nicht, ne? Also das ist ja eher dann für, weiß nicht, für Entwicklung oder so gedacht oder für andere Dinge und die Spiele, ich glaube, dass wirklich Augmented Reality Spiele, die können nur casual sein. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich glaube, es wird nur Casual Games geben. Wie willst du das denn auch machen? Also, ich meine, du kannst ja, wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer hier stehe und da kannst du ja kein richtig riesiges Spiel irgendwie projizieren oder so, da wird es darauf hinauslaufen, dass du vielleicht mal da hinsetzt und ein virtuelles Schach spielst oder höchstens mal ein kleines Strategiespiel, aber meistens wird das dann darauf hinauslaufen, dass da irgendwelche Dinger auf dich zukommen in deinem echten Wohnzimmer und du ballerst die ab, ja. Mal gucken, ob ich recht habe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, vieles geht in Richtung Augmented Reality.
Ja, so wie es aussieht, wird es bald sogar Physical Stores geben, also wirklich Geschäfte, wo wir VR ausprobieren können. Und zwar, wer hätte es gedacht, von Meta. Ja, die Metaverse-Hardware sollen wir dann ausprobieren können. Man mag ja wieder mal wieder von Facebook, Oculus und Meta halten, was man will, aber wenn Leute vor Ort VR ausprobieren können, finde ich das geil. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich stelle mir das gerade so vor wie diese Apple Stores, ja. Du gehst daran vorbei, hast dieses riesen Apple-Logo und gehst dann da rein und siehst dann die ganzen Sachen, kannst die alle ausprobieren, kannst sie auch direkt kaufen und so. Genauso stelle ich mir das vor. Ich gehe durch, weiß der Geier, Berlin oder was und dann, boah, guck mal, da ist ein Oculus Store, sorry, Meta Store. Und da will ich jetzt mal VR ausprobieren. Gehst einfach mal rein, findest es geil, hier für 350 € nimmst du mit, ja. Also das ist geil. Und so sehen auch noch viel mehr Leute, ja, dass es das überhaupt gibt. Ja, es gibt noch viele Leute, die wissen überhaupt nicht, was das ist. Und das finde ich gut. Wo das jetzt startet, das wird wahrscheinlich natürlich in den USA starten, wie immer. Aber die wollen das auch weltweit überlegen, ja. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und da sollen dann natürlich nicht nur die Quest, sondern dann auch später die Project Cambria oder Project Nazare vorgestellt werden, dass du das dann ausprobieren und kaufen kannst. Ja, da bin ich doch mal am Start. Wenn es das hier mal gibt. Oder ich bin ja auch irgendwann wieder in den USA, wenn die Zahlen endlich mal wieder ein bisschen runtergehen. Das ist ja im Moment wieder, naja, ein bisschen suboptimal, aber schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, und jetzt können wir mal sehen, wofür Augmented Reality abseits der Spielerei gut ist. Und zwar arbeitet HP mit HoloLens zusammen, mit Microsoft. Und die haben so ein sogenanntes XR-Services-Programm erstellt. Und damit können die Techniker von HP, ich weiß das selber, weil in der Firma, wo ich arbeite, für die, die es übrigens noch nicht wissen, ich habe nebenbei noch einen IT-Administrator-Vollzeitjob. Ich arbeite in einer Firma, da werden auch HP-Drucker benutzt, große Etagen-HP-Drucker und da kommen auch immer Techniker und so, die haben auch teilweise dann irgendwie Probleme, müssen dann nochmal zurück oder sonst irgendwas. Und hiermit kann man jetzt mit diesem XR-Services-Programm, kann man die HoloLens aufziehen, guckt sich den HP-Drucker an und dann sieht man direkt, ah, da muss ich jetzt irgendwas machen. Das wird dann im echten Sichtfeld eingeblendet. Ihr seht das, ah, jetzt habe ich es gerade verfehlt. Hier, seht ihr das? Dann werden jetzt so die Schrauben gezeigt, die dann geöffnet werden im echten Bild. Und der Techniker kann das dann direkt machen. Kann natürlich auch dann live kommunizieren mit der Zentrale damit und alles. Und hat dann sogar hier zum Beispiel ein Video. Theoretisch kann das ja dann jeder machen, ne? Also ich könnte dann auch HP-Techniker sein, wenn mir das sowieso alles da gezeigt wird. Finde ich geil, finde ich super. Und das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren. Ich kann ja mal bei meiner Firma fragen, ob die sowas mal ausprobieren wollen. Das wäre es doch mal. Da wäre ich sofort am Start. Wir werden sehen. Gefällt mir. Was haltet ihr davon? Welche Einsatzmöglichkeiten könnt ihr euch damit noch vorstellen? So, Leute, jetzt muss ich euch doch noch mal kurz auf den Keks gehen. Ich brauche euren Support. Das geht langsam so ein bisschen den Bach runter. Überlegt wirklich mal jetzt, ja. Also gerade vielleicht so Richtung Weihnachten, vielleicht wollt ihr mal so ein kleines Geschenk machen. Ein Euro reicht doch schon, ja. Es ist halt tatsächlich so, dass immer mehr, also dass, ich sag mal so, die Einnahmen, die reinkommen, die werden tatsächlich immer weniger. Normalerweise ist das die Zeit, wo eigentlich relativ viel reinkommt, hier mit Werbe-YouTube und so ein Kram und Amazon-Links und weiß der Geier, aber das scheint dieses Jahr, selbst das scheint dieses Jahr auszubleiben. Finde ich ein bisschen schade und ja, das nimmt so keine gute Richtung, sagen wir mal so. Deswegen überlegt bitte mal, ob ihr wirklich nicht 1 € im Monat locker machen könnt und mich ein bisschen supporten könnt. Das wäre super. Schaut mal in den ersten Kommentar angepinnt. Ihr macht das auch nicht ganz umsonst. Ihr kriegt natürlich dann auch hinter den Kulissen Videos
Spezialrolle auf meinem Discord und frühen Zugang zu den Videos. Das wäre richtig cool. Und wenn ihr sogar offizieller Sponsor sein wollt, wäre natürlich auch cool. Da werdet ihr in jedem Video am Anfang erwähnt. Schaut mal, ob ihr da Bock drauf habt. So als kleines Weihnachtsgeschenk. Vielleicht ist das ja euch ein bisschen was wert, dass ich euch immer den ehrlichsten Content hier zeige. Das wäre richtig cool. Überlegt's mal bitte. Jetzt schauen wir uns aber dann mal die Releases an, ja? Madrid Noir, das habe ich, wo habe ich, das habe ich glaube ich schon mal gezockt, ne? Das habe ich auch auf der Quest schon mal gezockt. Auf jeden Fall gibt es das jetzt hier auf Steam. Ist eine super tolle Kurzgeschichte, hat mir sehr gefallen. Iron Rebellion, wer auf MechWarrior steht, der sollte sich das sicherlich mal anschauen. Da sitzt halt im Cockpit drin und ballerst eine Runde. Gibt sogar eine Demo von, wenn ihr Bock drauf habt. Virtual Cop, ja, wir können Polizist spielen. Das Ganze ist sogar kostenlos. Gravitational habe ich euch gezeigt. Fand ich jetzt nicht so geil. Weder die Rätsel, noch die Story, noch die Steuerung. Naja, ist halt ein Puzzle-Abenteuer. Crisis Regate 2, ja, ballern, 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 bis die Knarre platzt. Electronic Universe, das gleiche allerdings mit Rhythmus. Also, das ist so ein Baller-Rhythmus-Spiel. Dann haben wir Lost in Abyss. Das ist ein Abenteuer im Horrorstyle. Es ist alles relativ dunkel. Und ja, wir müssen dann Puzzle lösen. Und da wird auch die eine oder andere fiese Szene dabei sein. Dann haben wir Captain Toonet versus the Punks from Outer Space. Ja, also wer natürlich auf ganz verrückte Action-Ballerei steht mit Comic-Grafik, der ist hier richtig. Also das ist jetzt so das Spiel, wo ich ganz großen Abstand halten würde. Weder stehe ich auf Ballern, noch auf Comic. Also ich weiß es nicht. Vielleicht zeige ich es, aber nur weil ihr das vielleicht sehen wollt, nicht weil ich das spielen will. Bin gespannt. Aber ich weiß natürlich, viele Leute stehen da drauf. Ne? Die wollen einfach zum Beispiel nach der Arbeit mal abschalten und stumpf rumballern. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ne? Kein Problem. Dann auf der Oculus Quest haben wir Shapes XR. Da können wir ja so AR und VR-Content produzieren, so ja, Figuren und alles Mögliche. Kostenlos ist das. Und dann haben wir auch auf der Quest, haben wir Captain Toonhead, dann Resist auf der Quest. Das ist auch so ein Spiel, wo ich mir relativ sicher bin, dass man da die ganze Zeit nur ballert. Sieht auch schon wieder aus, als wenn das 20 Jahre alt wäre, ja. Also, guckt euch mal diesen Screenshot an, ja. Also, nee, da bin ich raus, sorry. Ich weiß es nicht, da muss langsam mal irgendwas Besseres kommen. Wenn ich schon diese zwei Waffen da sehe, ja, und diese hässliche Grafik, da, diese stumpfe, sterile, unatmosphärische Grafik hier, da. Ah, sorry Leute, aber ich muss mich leider darüber aufregen. Nehmt es mir nicht übel. Dann auf der Rift-Plattform haben wir auch Captain Toonhead. Das war auf Steam am günstigsten, ne? Ja, guck mal, auf Steam kostet 20,99 und auf Oculus 24,99, ja. Und dann auf der PlayStation VR auch nochmal Gravitational. Da habe ich das ja drauf gezockt. Wie gesagt, ist nicht so mein Fall, aber naja. Das waren die Releases diese Woche. So, und schauen wir uns noch die Sales an diese Woche. Auf Steam gibt es eigentlich kaum was. Thumper habe ich gefunden. Das ist ein tolles Rhythmus-Action-Spiel, Rhythmus-Action-Racer. Den kriegt ihr 70% günstiger. Bei Oculus ist es wie immer unmöglich, irgendwelche Sales vorzustellen, weil die immer nur einen Tag gehen. Deswegen ist das schwierig, weil ich die News ja immer einen Tag vorher aufnehme und wenn ich die dann aufnehme, ist es dann schon weg und dann gibt es wieder neue Deals. Auf jeden Fall PlayStation VR geht es weiter. Da haben wir L.A. Noire, tolles Abenteuer, 50%. Vibot Omega Collection, Arcade Racer 60%, Resident Evil Horror Abenteuer 60%, Gorn, brutales Nahkampfspiel 50%, Room VR Dark Matter, ein Puzzle Abenteuer 60%, Trover Saves the Universe, ein lustiges Adventure 50%, Falcon Age, auch ein tolles Adventure 75%, Rick and Morty, auch ein lustiges Action Abenteuer 60%, Arizona Sunshine gibt es jetzt in der Deluxe Version. Zombie-Shooter, 70% günstiger. Keep Talking, Nobody Explodes, ein tolles Koop-Spiel, 50% günstiger. Und Robinson The Journey, auch ein tolles Abenteuer,
80% günstiger. So Leute, jetzt klickt mal bitte auf den Link. Ja, und überlegt mal, ob ihr 1 € im Monat übrig habt. Ich glaube, das werden die meisten von euch noch haben. Das wäre super, 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 super. Ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Ja, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr es ja direkt wieder stornieren. So sieht's aus. Also, gebt mir einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Voodoo.de